Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yonder. Ich sehe da drüben schon ein paar Motten. Das sieht gut aus. Huch! Ach schade, dass wir ausgerechnet nachts hier sind. Tagsüber sieht das bestimmt noch schöner aus. Wobei, mit den ganzen kleinen Lichtern ist das nachts vielleicht auch nicht so schlecht. Vor allen Dingen Motten nachts. Vielleicht sind die auch noch nachts hier. Ah. Riesenmottenseide. Hey. Mensch und Natur sind wieder im Gleichgewicht. Die Motten sind zurück. Bitte nimm dir die benötigte Seide von den verlassenen Kokons. Okay, wir brauchen 6 Stück. Die sammle ich natürlich gerne ein. Noch 4. 5. Okay, noch eine. Eine haben wir da. Perfekt. Okay, jetzt zur Teaching Gabardine. Gardine. Keine Ahnung. Gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Nächste Person wird uns dann daraus, glaube ich, dieses, was wir brauchen, machen. Ja, genau. Dieses, was wir brauchen, wird sie uns draus machen. Ich bin furchtbar, ich weiß. Jetzt müssen wir den ganzen Weg hier laufen. Wir könnten natürlich auch... Nee, hier ist nichts in der Nähe. Oh mein Gott, das kann ich fassen, dass wir den ganzen Weg jetzt laufen müssen. Na gut, los geht's. Nicht lange rumweinen, einfach machen. Dann haben wir dann ein flauschiges, wolliges Riesenmottenseidenzeug. Wir machen uns da auch das Segel draus, wollte ich sagen. Okay. Mit Highspeed bewege ich mich. Wie weit sind wir schon? Oh, wir haben schon fast ein Drittel geschafft. Ja, geht doch recht flott. Wenn man sich beeilt, geht's schnell. Hui! Wupp, wupp, wupp. Oh, was gibt's hier wieder? Was erzählst du mir, Kari? Eine Grippe verbitzt nennt man Wolke. Ja, das hatte ich auch in der letzten Folge schon erklärt, weil ich so gebildet bin. Ich bin voll im Yonder-Game. In your face. So. La 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 da ba di dam dam ba dum chum bi dum ba wa wa wa. So. Wie laufe ich denn jetzt am besten? So, okay. Ich krieg das hin. Oh Gott, ist das ein langer Weg immer. Ah, wir sind schon fast da. Ging ja doch flotter als gedacht. Wenn man zügig ist und den Weg kennt, sind die Sachen doch nicht so kompliziert. Erinnert ihr euch an vor 1, 2 Folgen, als ich ewig gesucht habe und dann gemerkt habe, dass es eine Hängebrücke zu meinem Hof gibt. Das war sehr frustrierend. Aber das hier, das ging jetzt. So, okay. Ich bin in der Hut. In der Hoodie-Hut. Da unten. Okay. So. Ibims. Ah. Das ist die feinste Seite, die ich je gesehen habe. Sie ist perfekt für die Wolkenfängersäge. Das ist ein Haufen Arbeit. Wir müssen zusammenarbeiten, um es zu schaffen. Du arbeitest 3 Tage und 3 Nächte mit dem Schneider zusammen. Ihr macht aus der Seite Wolkenfängersäge. Perfekt. Und noch mehr. Vielen Dank. Wie und noch mehr? Lief da jetzt hier was zwischen uns oder was? Vielen Dank für deine Hilfe. Es war mehr als genug Seite für deine Wolkenfängersegel. Und es blieb sogar noch etwas für mich übrig. Jetzt weiß ich auch, warum Opa immer so gut angezogen war. Perfekt. Wolkenfängersegel, sehr gut. Na hier, kleine Katze, ich sehe dich. Und da oben auch. Ach, süß. So, okay, wie kommen wir jetzt da hin? Wir müssen... Was ist denn eigentlich hier Düsternis? Was ist denn da? Da möchte ich ja eigentlich auch noch hingehen.
Da gehen wir mal jetzt hin. Wir gehen da jetzt hin, zu dieser Düsternis. Wir haben doch noch Zeit. Yo, Babe. Die Zeit nehmen wir uns. Ich kann nämlich nicht hier leben, wenn hier noch ein kleiner Funke Düsternis ist. Und da ist auch noch Düsternis überall. Oh, ups. Oh, und da ist auch noch welche. Oh, okay. Aber das Düsternis ist mit einem Ausrufezeichen. Das ist was ganz Besonderes. Da müssen wir jetzt hingehen. Das ist was ganz anderes, ja. Okay. Also, los geht's. Mit Highspeed und Hammer im Arm, in der Hand. Hallo, grusiger Vogelscheuche. Ich habe letztens Annabelle 2 geguckt, zudem habe ich noch mehr Angst vor Vogelscheuchen. Guck den Film, das ist gruselig. Guck dir am besten alleine. Oder im Kino. Mit ängstlichen Freunden. Annabelle 2 ist ein guter Gruselfilm. Hab mich schon lange nicht mehr so bei einem Gruselfilm gegruselt. Okay. Das ist scheiße, was ich gerade mache. Ja, das ist definitiv scheiße. Ich gehe so rum. Okay. Ah. Ja, ich kann das mit den ganzen Weisheitsstein-Dingern nicht so richtig nutzen, irgendwie. Die liegen nicht sehr praktisch. Muss man leider alles laufen. So, okay. Oh Gott, wo muss ich jetzt hier lang? Ich gehe einfach geradeaus und hoffe, dass ich hier so weiterkomme. Das finde ich superb. Okay. Ich muss aber mal gucken, ob ich auf dem richtigen Kurs bin. Ja, das ist okay. Ich laufe mal auf diesen Felsen dazu. Ich glaube, da ist nämlich auch die Düsternis, wo ich jetzt gerade hin möchte. Ich möchte allerdings auch gerne mein Questziel ändern. Nee, repariere den Wolkenfänger. Genau. Okay. Und hier ist irgendwo noch Finsternis, Düsternis, Dunkelheit, wie man auch immer es nennen mag. Da hinten leuchtet aber so komisch. Ist das ein Geist oder ist das einfach nur ein Stern? Wartet mal, das sieht gerade interessant aus. Das könnte allerdings auch einfach nur zum Himmel gehören. Was da so leuchtet. Ich glaube, es gehört einfach, das ist einfach nur ein Sternbild im Himmel. Na gut. So, schauen wir mal. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin ganz nah. Ganz, ganz nah. Okay. Jetzt müsste ich, glaube ich, hier rum irgendwie, ne? Okay. So. Miau? Ach da! Katze, hey! Oder? Du bist doch eine Katze, oder? Na komm mit! Katze? So kann ich diese Katze nicht mitnehmen. Katze! Warte mal, ich fälle mal den Baum. Wieso kann ich diese blöde Katze nicht mitnehmen? Okay, wartet mal. Ich pflanze jetzt hier mal was. Ich würde gerne. Hä, bin ich doof? Pflanz doch hier was an. Ah. So. Und jetzt Katze einsammeln. Katze, lass dich einsammeln. Katze hat keinen Bock auf mich. Oder habe ich keinen Platz mehr mit dem Inventar oder so? Nee. Hä, wieso kann ich die Katze nicht einsammeln? Katze! Katze hat keinen Bock auf uns. Okay, Katze, dann bleib da halt. Mir doch egal.
Außerdem ich die Katze bräuchte. Sie hasst mich. So. Weg, die Sonne ist weg. Oh, da darf ich eine Brücke bauen oder wie oder was? Na toll. Planke und Zwirn. Oh Gott, 20 Planken. Was tue ich hier nicht alles, ne? Holzbalken. Planke wo? Oder so Standardzeug? Nee. Geformte Planken, Holzbalken, normale Planken? Gibt's auch mal normale? Warum, wo krieg ich denn Planken her? Bin ich doof? Bin ich der Bot? Ich brauche, vielleicht muss ich die bei dem einen Schreinerhäuschen da vorne. Das kann sein. Das probiere ich jetzt am besten gleich auch noch aus. Wenn ich aber hier bin, mache ich das. Okay, lass mich in Ruhe. So. Wo war denn das? Hier, ne? Springmoor. Gehen wir da mal hin. Probieren wir das mal. Mir sieht jeder Zweiter wie elig aus. Wow. Ich höre, was sind da Tonnen? Hat viel zu viele Erzwaren. Okay. Wo war denn jetzt hier? Hier oben, ne? Konnte ich da Planken machen? Ich hoffe es. Planke 2, Zwirn 1. Darf ich überhaupt richtig hier? Na, so ein bisschen. So ein bisschen richtig, aber nur. Aber nur so ein bisschen. Probieren wir es dort. Hallo, habt ihr vielleicht ein paar Planken für mich? Bitte. Ich weiß gar nicht, was die hier herstellen. Ich hoffe, es waren Planken. Das wäre der Planke-Wahnsinn. Hi. Also, man kann auf jeden Fall Planken kaufen. Willkommen! Aus dem Holz können wir einmal Planke machen. Das ist ja scheiße. Dann kaufe ich die lieber. Wie viel brauche ich denn? 18. Was für ein Zufall. Was? Die sind ja, die kriegt man hinterhergeschmissen hier. Das ist ja wunderbar. Mein Gott, das ist ja wunderbar. Dann nehme ich mal 7 mal Pilze dafür weg. Und eine Blume. Ach nee, so. So, und jetzt brauche ich noch 15 mal Zwirn. Kennt ihr den guten alten Zwirn, Sven? So, nein, halt, stopp, zurück. Hier, Zwirn. Okay. Wie viel brauche ich? 15, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Habe ich jetzt genug? Perfekto, Manico. Okay. Und nochmal zurück. Okay. Das war hier oben irgendwo, ne? Dam, dam, da-da-dam. Da hinten sind wir. Am Wasser entlang. Ja, mei. Okay. Und okay. Ich möchte jetzt wissen, was da hinten ist. Vermutlich nichts Besonderes. Das Ausrufezeichen war einfach nur die Quest, dass ich eine Brücke bauen sollte, kann, wie auch immer. Aber ich will da trotzdem hin, okay? Oh, das ist wieder so ein Fuchs. Das ist wieder so ein Special-Fuchs. Ein Wühlfuchs. Interessant. Richtig ausgefuchst hier. Richtig ausgefuchst.
Okay. So. Ich bin auch gespannt, was da hinten ist. Ist irgendwie was, was so. Keine Ahnung. Wir gucken es uns an. So, annehmen. So, was ist denn das jetzt hier? Was hier so. Und da. Warum ist denn hier. Ach, du bist. Ach, du bist du für einer? Was. Was bist du denn? Ey, was willst du bei uns? Willst du eine unabhängige Nation angreifen? Glaub mir. Du willst hier gar nicht rein. Das ist viel zu schrecklich. What the fuck is go? Oh, was? Wo willst du mich verkackeiern? Oh nö. Was soll denn das? Das finde ich jetzt nicht okay. Boah, 40 Planken. Ihr habt noch nicht mal alle. Und 32 Svirn. Svirni-Wirni. Na, ganz toll. Das sind vermutlich ganz viele von diesen. Oh, Leuten, die aussehen wie so kleine Wollmäuse mit Armen und Beinen und so. Ja, ja, vielleicht mal gucken, ob ich mir das noch irgendwie zusammensammle. Jetzt gerade habe ich aber komischerweise nicht so viel Bock drauf. Vielleicht dann noch, gucken wir mal. Ich kann da schon mal vorsichtshalber ein bisschen was für Zwirn zusammensammeln. Vielleicht mache ich es ja noch. Acht von denen ergeben einmal Smirn. Das lohnt sich doch gar nicht. Wie viel ich hier sammeln muss. So. Okay. Ah, hier ist noch mehr. Ich nehme es einfach mal alles mit. Finde ich noch? Nö. Okay, jetzt sammeln wir noch hier. Yay! Wuhu! Wow! Ah. Und? Nee. Okay. Okay, ich hab hier lang. Ich war eigentlich zu der Stadt. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Schau mir mal. Ah, da vorne ist sie schon. Sehr gut. Das ist wieder Kari. Kari ist eh überall. Was geht? Was erzählst du mir? Eine Gruppe Skrumbles nennt man Häppchen. Viele wissen nicht, dass Lila Rex den Winter nicht leiden kann. Man bekommt sie nur in den anderen Jahreszeiten zu Gesicht. Was sind Lila Rex? Sind das irgendwelche Tiere? Keine Ahnung. Sind das irgendwie Blumen, die hier sind? Ist das eine lila Rex? Bist du eine lila Rex? Ich habe keine Ahnung. So, okay. Oh, hallo. Kann man hier zufälligerweise Planken und Zwirn günstig erstehen? Wäre ja sinnvoll. Ach, der Händler ist hinter mir. Oh, das sind. Okay, kaufe ich einfach mal. Habt ihr auch Zwirn und Öl und sowas? Nö. Aber Zwirn? Nicht Zwirn irgendwie? Zwirni, Zwirni? Nein? Okay. Okay, damit kann ich. Muss ich leben. Ja, komm. Gibt es drei Pilzchen dafür? Na komm. Ah. Und ein Blümchen. Ja, ich sammle trotzdem schon mal hier, falls ich halt doch darüber will. Weil das mit den kleinen Männlein, das ist schon irgendwie spannend, was dort sein könnte. Okay. Und wenn ich es nicht mache, müsst ihr euch das Spiel halt selbst holen, ne? Selbst herausfinden. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das sage. Okay. So, und dann gehen wir mal hier rüber, ne? Kann ich? Bringst du mich auf die andere Seite? Alle an Bord. Perfekt. So.
Ja, gehen wir mal dahin. Wir haben ja jetzt das Säge und reparieren das. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Huch! So. Aber wie es weitergeht, meine lieben Freunde, sehen wir erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, die Mädels played. Yonder. Bye.